Hallo, liebe Freunde der Galerie von Hirschheid, Sie sind ja schon da. Ich habe gerade die Koordinaten eingegeben für den aktuellen Atelierbesuch, den ersten im Jahr 2019. Wir besuchen heute den Künstler Jens Steinberg im Stadtteil Treptow von Berlin. Und jetzt geht's los. Gut, durch Regen und Schnee haben wir uns vorgearbeitet bis zu unserem Künstler, der in Treptow wohnt. Und ich stehe jetzt gerade hier vor seiner Wohnungstür und werde jetzt erstmal klingeln. Ah, ist einer zu Hause? Guten Tag. Hallo. Dann ziehe ich erstmal meine Jacke aus. Ich darf dir schon mal das Mikro in die Hand geben. Sehr gerne, Dankeschön. So. Und Jens, wir sind jetzt in deiner Wohnung, in deinem Atelier. Du hast recht, Micha, es ist sozusagen beides. Es ist Wohnung zum einen für mich und meine Familie, aber es ist eigentlich auch kein Wohnzimmer, schon seit langem nicht mehr. Es ist Atelier. Wir gucken uns hier gerade so ein bisschen um an den Wänden. Da hängen vor allen Dingen deine Ölmalereien. So ist das. An den Wänden sind sozusagen immer die aktuellen Bilder präsent. Und so wechselt das natürlich tonusmäßig mit dem Entstehen neuer Arbeiten. Aber allein der Umstand, dass die Bilder ja gut trocknen müssen und dass man sie natürlich auch nach dem Malen eine Zeit lang selber immer noch mal reflektierend beobachten will, bringt das mit sich, dass sie direkt präsent sind. Erinnerst du noch mal etwas an deinen Arbeiten, wenn sie schon mal an der Wand hängen, oder ist dann die Arbeit komplett abgeschlossen? Ich glaube, ich finde es gut, immer bereit zu sein, etwas besser zu machen. Und jedes Bild hat irgendwo seinen Stand und manchmal ist der in dem Moment auch nicht mehr zu steigern. Dann braucht es etwas Zeit und Abstand. Aber letztlich, durchaus nach 1-2 Jahren, sind massive Änderungen auch möglich. Aha, das ist ja sehr interessant. Es gibt ja Maler wie Matisse, die haben das ähnlich gemacht. Das ist gut möglich und ich denke, im Sinne des Produktiven, des Optimierens ist das auch in Ordnung so. Man sollte es nicht zu sakral betrachten, dass man sagt, die Sache ist für mich abgeschlossen, sondern ein Bild ist auch immer ein Prozess, wobei irgendwo muss auch mal eine Linie sein, wo man sagt, nun ist Schluss. Man kann ein Bild wahrscheinlich nicht ein Leben lang immer dem Diktum unterstellen, es müsse immer noch weiter gemalt werden. Wir sehen jetzt hier vor allen Dingen deine Ölgemälde an der Wand hängen. Öl ist ja ein besonderes Medium, das auch eine besondere Arbeitsweise erfordert. Ja, letztendlich ist Öl eine etwas kompliziertere Angelegenheit, wenn man es vergleicht mit Acryl zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist vor allem eine Frage des Handwerklichen, des Sich-Gewöhnens, des Bedenkens von Umständen und sich darauf auch Einstellens. Und letztendlich ist dann Öl genauso selbstverständlich zu handhaben wie andere Malmittel. Viele aktuelle Künstler arbeiten ja lieber mit Acryl, weil das zum Beispiel sehr viel schneller trocknet. Woran siehst du die Vorteile jetzt von Öl als Material? Der Vorteil des Acryl liegt natürlich auf der Hand. Ich habe selbst viele Jahre mit Acryl gearbeitet. Letztlich ist der Unterschied aus meiner Sicht vor allem der, dass Öl ist mehr der Rolls-Royce unter den Farben. Und da können wir dem Acryl noch so viel Prädikate anheften. Es trocknet schnell, das ist wohl wahr. Aber nach der Trocknung gibt es massive Verluste in der Oberfläche, der Farboberfläche, der Beschaffenheit etc. Dinge, die man beim Öl nicht einbüßen muss. Okay, also die Mühe sozusagen lohnt. Wir sind jetzt, haben jetzt hier ein Bild, das schon etwas ganz Charakteristisches von dir zeigt. Der Strich ist sehr kraftvoll und breit. Man hat fast das Gefühl, dass es eine Ölskizze ist. Also es wirkt sehr dynamisch hingeworfen. Ja, Micha, das ist so. Im Grunde genommen, für mich ist es eigentlich wichtig, auch im Öl die Leichtigkeit zu bewahren. Öl könnte dazu verführen, dass man anfängt, doch stagnativer zu arbeiten, nicht das Zähe als Programm zu sehen. Und ich glaube, gerade auch im Öl sollte es drin sein, flüssig zu sein, agil zu sein, Leichtigkeit als Programm beizubehalten und sich nicht festzufahren. Und so ist die Idee des Skizzenhaften durchaus was ganz Wichtiges in meinen Bildern, weil sie das Spontane, auch das, die erste Variante dessen, was so entsteht, immer mit weiter beinhalten soll. Das soll nicht verloren gehen während des Malens. Das ist ein
ziemlich interessanter Aspekt, weil das ja auch etwas ist, wo die Maler seit Velázquez im Prinzip schon drum ringen, sich sozusagen zu befreien von den technischen Fesseln, die die Ölmalerei einem diktiert aufgrund des Mediums an sich. Ja, ich denke, das war immer ein Thema und ich glaube, die Moderne hat es natürlich den Malern erst wirklich erlaubt, auch das Öl noch mehr auszureizen in seinen Möglichkeiten, es eben teilweise wirklich auch nur skizzierend oder in ähnlicher Weise einzusetzen, somit dass das Spektrum der Ölfarbe eben vom traditionell gemäldehaften bis zum sehr frei skizzierenden, experimentellen eben in aller Breite auszureizen. Matisse und Monet haben ja Ölskizzen auch schon gemacht, aber mehr in dem klassischen Sinne, dass sie als Plein-Air-Maler natürlich vor Ort erstmal versucht haben, die Farben festzuhalten und das Motiv. Die sind aber dann mit ihren Ölskizzen nach Hause gegangen ins Atelier und haben die Bilder dann ausgearbeitet. Also die Ölskizze war immer nur sozusagen ein Zwischenschritt. Das ist ein interessanter Gedanke, Michael. Mir fällt dazu ein, eine Malerei von Rousseau. In Erinnerung ist mir eben, wie du sagtest, die Ölskizze vor Ort an der Seine, und dann auch die Umsetzung im Atelier, wo ich immer wieder verblüfft war, dass mir die Ölskizze besser gefiel. Das hat einfach mit meinem eigenen Fokus auf die Sache zu tun, wo ich natürlich besonders nach der Schönheit des malerischen Vortrags schielte und nach seiner Unbefangenheit und seiner Erstmaligkeit. Ich glaube, das spielt in vielen Genres eine Riesenrolle, zum Beispiel in der Musik. Ich glaube, Leichtigkeit ist etwas, wenn es nicht da ist, fehlt es. Und wenn es fehlt, macht es keine Freude. Wir stehen jetzt hier vor einem Bild, auf dem man so typische Motive sieht, die es bei dir gibt, nämlich den Märchenkönig, würde ich mal sagen. Es gibt häufiger Pferde und ein Tiger taucht auf den Bildern gerne auf, auch Schiffe. Hat das etwas zu tun mit Märchen? Hast du eine bestimmte Beziehung zu Märchen? Ja, die Idee des Märchenhaften liegt bestimmt nahe. Ich sage mal, eigentlich habe ich den Begriff des Märchens gar nicht im Sinn. Es sind vielmehr inhaltliche Dinge, die mich zu einer Bildsprache oder auch visuellen Form bringen, auch Figürlichkeiten letztendlich, Sujets. Sage ich mal, es kann eine Landschaft sein. Relevant sind für mich auch immer die Jahreszeiten. Ich glaube, jede Jahreszeit diktiert mir so etwas wie ein Farbklima oder ein inhaltliches Spektrum, in dem ich mich bewegen möchte. Und all diese Dinge führen in ihrer Durchmischung erstmal in den Sinnen, in den Gedanken, ja, im Gefühl, im Kopf zu einer Skizze für mich. Und aus der entsteht letztendlich das Bild. Und auch die Skizze ist für mich nichts Absolutes. Sie ist die Idee, die Grundidee. Und die Malerei selbst kann die Chance bringen, die Möglichkeit, dass die Skizze, die ursprüngliche visuelle Idee, sich nochmal verändert. Und die Idee des Märchenhaften, wie gesagt, hat eine Menge letztlich zu tun mit den Quellen, die in dieses Bild einfließen. Wenn ich es aber richtig verstehe, ist das Märchenhafte oder die, sagen wir so, Märchenpersonal, würde ich mal sagen, stehen jetzt nicht für eine konkrete Geschichte oder ein konkretes Märchen, sondern sind eher. Es ist auch das Situative, die kleine Anekdote. All das kann zu diesen Quellen, die ich eben erwähnte, durchaus gehören. Nicht, dass man sagt, man erlebt etwas wie eine kleine Episode und sagt, das ist eigentlich eine Story, die gerinnt für mich vielleicht auch zu einer einzigen Sequenz. Und das kann dann mit dem Zirkus zu tun haben, ein bisschen, nicht? Der Jahrmarkt, das Karussell, all diese Dinge stecken ja hier mit in diesem Bild. Und am Ende ist es dann, wenn ich selber drüber nachdenke, sind es viele Dinge, die dort zusammenfließen. Das heißt also, die Figuren sind eher so ein Aufhänger für ein bestimmtes Gefühl und weniger jetzt bezogen auf ein konkretes Märchen zum Beispiel. Eigentlich eher in diesem Sinne. Ich glaube, das Gefühl oder die Emotion ist für mich ohnehin vielleicht der Ursprung. Ich sag mal, der Sprengstoff, der dazu führt, dass man überhaupt die Absicht hegt, ein großes Format bemalen zu müssen. Warum eigentlich? Was treibt einen denn dahin? Es ist, wie ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, für mich das Materialisieren der Emotion. Emotion ist erst einmal formlos. Aber was kann ich tun, um mir Form zu verleihen, nicht nur für mich selbst,
letztendlich auch für andere Menschen, die es aufnehmen möchten, die sich damit auseinandersetzen möchten. Das ist ein interessanter Prozess. Und der hört auch nie auf, spannend zu sein. Ich glaube, umso reicher er über die Jahre wird, umso interessanter wird das. Als ich so 20 war, dachte ich, in 20 Jahren wird das vielleicht langweilig. Aber das Umgekehrte ist der Fall. Es wird mehr und es wird eher spannender. Wir haben jetzt hier ein Bild vor uns, das mein Lieblingsbild ist, wegen dem Tiger, den man darauf sieht. Ich bin ein großer Fan vom Brücke-Museum hier in Berlin, also dem Museum der Berliner Expressionisten. Und ich habe, als ich deine Bilder zum ersten Mal gesehen habe, mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die expressionistische Phase von Nolde. Kannst du vielleicht noch was zu deinen künstlerischen Einflüssen sagen? Also Nolde zählt auf jeden Fall unbedingt dazu. Ich glaube, von den deutschen Expressionisten ist er mir persönlich auch der Nächste. Das hat ganz einfach damit zu tun, glaube ich, dass Nolde sehr auf die Farbflut setzt und weniger vielleicht auf die Einrahmung derselben. Also die Farbe selbst spielt bei ihm massiver eine Rolle als bei seinen Künstlerkollegen in derselben Zeit. Und das hat mich besonders interessiert an ihm. Aber natürlich auch die expressive Pinselführung, also gerne mit breiten Pinseln und ja fast skizzenhaft hingeworfen. Das haben die Zeitgenossen, haben das wechselweise als primitiv angesehen oder waren zumindest ziemlich schockiert von dieser Arbeitsweise. Ist ein interessanter Gedanke, Michael. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Begriff des Primitiven gilt in der Kunst, ja nun in der Moderne, schon länger nicht mehr als negativ belegt, sondern vielmehr als eine programmatische Idee, zu archaischen Grundprinzipien zurückkehren zu wollen, um damit eigentlich Inhalte suggestiver, direkter und auch unverfälschter visualisieren zu können, thematisieren zu können. Also so wie im 19. Jahrhundert der japanische Holzschnitt einen großen Einfluss hatte auf die zeitgenössischen Künstler, ich denke zum Beispiel Aubrey Beardsley oder auch Monet und Matisse, so war das ja am Anfang des Jahrhunderts eher die Beschäftigung mit der afrikanischen Kunst. Also der Einfluss bei den Expressionisten ist ja sehr deutlich zu sehen und im Grunde genommen für mich eine 2-3 Generationen nach diesen bekannten Expressionisten ist es interessant, wiederum auch mit ihnen selbst umzugehen, Einflüsse zu nehmen dort bei ihnen. Aber natürlich geschieht das nicht als zentrale Idee, sondern eher als ein peripheres Spiel. So sind es hier die Expressionisten, die sicherlich einen Einfluss haben auf meine Malerei. Aber es kann genauso gut auch thematisiert werden, die Farblust im französischen Impressionismus. Vielleicht ein bisschen später ausgelagert für mich, so im Fokus, aber in den letzten Jahren zunehmend relevant. Ich glaube, die Freizügigkeit, Farbe und Licht zu thematisieren, das ist keine Geschichte, die temporär eine Rolle spielt und dann nicht mehr, sondern das ist eine absolut zeitlose Größe. Und deshalb sind mir solche Einflüsse auch wichtig. Aber damit haben wir praktisch jetzt über das Primitive im positiven Sinn, also das Archaische, haben wir sozusagen jetzt auch wieder den Bogen geschlagen zu deiner Märchenthematik, die ja auch sehr tief sozusagen im Volksglauben und in der Volksseele ruht. Und damit ist es ja auch etwas, was an das Unbewusste und Vorbewusste gemahnt, so ähnlich auch wie die afrikanische Kunst. Was uns heute das Foto ist mit dem Handy, das allgegenwärtig ist und das wir so als Art optisches Notizbuch verwenden, das war klassischerweise das Skizzenbuch. Ja, das Skizzenbuch, ich glaube auch heute, wo es das Handy gibt, ist es nicht wirklich raus aus dem Rennen, denn ich persönlich denke, ein Handy ist natürlich eine geniale Methode, schnell reagieren zu können. Aber vielleicht liegt auch dort gerade eine Gefahr, weil die Schnelligkeit kann auch zur Oberflächlichkeit oder zur Masse verleiten. Und das Skizzenbuch schon fordert ja doch ab, vor Ort ein bisschen selektiver zu agieren, zu sagen, okay, ist es das da drüben oder entscheide ich mich erstmal hierfür? Denn dann muss ich vielleicht schon weiter. Vielleicht ist es nur eine Sequenz an dieser Stelle und ich bin in dem Moment doch schon bewusster, eigentlich in der Auswahl und zweitens eigentlich auch in der Formfindung. Denn in dem Moment, wo ich im Skizzenbuch agiere,
mit meinem Zeichenstift, bin ich ja schon künstlerisch, handwerklich sehr aktiv. Und das kann ein Handy natürlich an der Stelle oder eine Fotografie allgemein an der Stelle nicht so einlösen. Wir haben hier ein Skizzenbuch von dir, so ein ganz klassisches. Ja. Und ich zeige mal hier so ein bisschen, oder mal ein bisschen drin blättern. Ja. Und das ist so ein Buch, das hast du jetzt wo gemacht? Also das ist ein Skizzenbuch, das hatte ich letzten Sommer mit auf Korsika. Und beim sich bewegen über die Insel sozusagen war es immer mit dabei. Es war heiß und man überlegt, gut, nimmst du eine Wasserflasche mehr mit oder lieber dein Skizzenbuch? Für mich war natürlich das Skizzenbuch wichtig und bot mir natürlich die Chance, dort, wie ich eben schon andeutete, unmittelbar vor Ort, eigentlich auch zu sagen, okay, wie gehst du mit einem Olivenbaum an der Stelle um? Du willst keine analytische Zeichnung, sondern du brauchst ein zeichnerisches Kürzel. Und eigentlich liefert das an der Stelle das Skizzenbuch schon genau das eben, was es in der weiteren Bearbeitung auch verlangt, wenn es die Grundlage für eine Malerei sein könnte. Denn dann ist man ohnehin an dem Punkt zu sagen, okay, wie gehen wir mit der Formenwelt um? Und wenn das Skizzenbuch bereits beginnt, Dinge zu abstrahieren oder im künstlerischen Sinne zu konkretisieren, ist es ja schon, wenn man so will, die halbe Arbeit. Ein Skizzenbuch steht aber im künstlerischen Prozess sozusagen noch relativ am Anfang. Wenn ich jetzt dran, also im Gegensatz zu einem Vorentwurf oder auch zu einer Ölskizze, wenn ich jetzt zum Beispiel an Caspar David Friedrich denke, das war ja ein ganz großer Skizzenbuchmaler, der hatte das praktisch immer dabei, so wie wir unser Handy, war auch ein großer Wanderer. Und der hat aber das benutzt praktisch als Notizblock, um bestimmte Motive daraus später in seine Gemälde einzubauen, ohne aber ein reales Motiv komplett zu übernehmen. Das ist bei dir so ähnlich, ne? Unbedingt ein für mich auch ganz aktueller Gedanke, weil eine Bildkomposition, wie ich ja auch schon an anderer Stelle erwähnte, kann sich aus so vielen Einflüssen ergeben, so dass auch das Skizzieren vor Ort keine Verpflichtung ist für ein Sujet, was einzulösen wäre. Das wäre auch viel zu fest im Handhaben. Ich glaube, man muss sich auch die innere Freiheit gestatten, an der Stelle erstmal allseitig mitzunehmen, ja, auch visuell, gedanklich, emotional, um dann, wenn es ernster wird im Atelier und man auf ein Bild zusteuert, eben auch aus all diesen verschiedenen Bereichen nehmen zu können, aus unterschiedlichen Skizzen, vielleicht sogar aus Skizzen von unterschiedlichen Landschaften möglicherweise. Das heißt, deine Kompositionen entstehen jetzt nicht, wie meinetwegen bei Monet in der Natur, sondern du machst deine Komposition klar im Atelier. Genau, das wäre sozusagen dann mindestens ein, zwei Schritte nach diesem Prozess und hat dann auch was mit ein bisschen an der Stelle mit Introvertiertheit zu tun, sich zurückzuziehen, die Ruhe zu suchen, nach innen zu horchen, das Äußere eigentlich auch mal sein zu lassen, bis auf die Metaphern, die man mitgeschleppt hat, um dann zu einer Gemeinsamkeit zu finden auf einem Format, die den Anspruch erfüllt, den man an das neue Bild hegt, all die Wünsche und auch Sehnsüchte, die zu einem Bild führen, irgendwo auch befriedigen können. Jens, wir haben jetzt sehr ausführlich gesprochen über die Ölmalerei, aber du bist ja sehr vielseitig und machst auch Druckgrafik. Du hast uns jetzt hier mal so ein paar Druckstücke mitgebracht von Holzschnitten. Kannst du uns vielleicht mal kurz sagen, wie das Verfahren funktioniert? Ja, im Grunde genommen der Holzschnitt als eine sehr klassische Methode der Druckgrafik. Und das hier ist zum Beispiel ein Exemplar, das ist ein ganz schlichtes Holz. Das ist ein Pappelsperrholz und der Holzschnitt, der kann natürlich auch wieder sehr vieles sein. Gerade die Spezialisten, die tiefer in diesem Medium auch agieren, als ich das selber vielleicht tue, gucken dann nach sehr interessant gewachsenen Hölzern etc. Bei mir geht der Holzschnitt aber eher einen Weg, der vielleicht für mich auch der adäquate ist und der naheliegende. Er ist unbedingt farbig, sehr selten nur schwarz-weiß, 3, 4, 5 farbig. Und wir halten hier gerade den Druckstock, der abschließend kommt, die Schwarzfarbe, wo wir auch ein Blatt mit dabei haben. Vielleicht können wir es gleich mit zeigen. Ja. Das wäre sozusagen
die positive Form und das wäre der Druckstock. Und man kann an dieser Stelle sehr gut sehen, glaube ich, wie dieses Blatt entstanden ist, zumindest im schwarz-weißen Bereich. Und jetzt haben wir ja hier nur den Druckstock für das Schwarz-Weiße. Ja. Wie kommt die Farbe ins Bild? Das ist eigentlich ein Betriebsgeheimnis und wenn ich das jetzt ins Mikro sagen würde, wäre es ja natürlich keins mehr. Ich sage vielleicht an der Stelle nur so viel, es sind vorangehende Druckprozesse, die die farbigen Partien bereits setzen, um am Schluss, und das kann man zumindest doch verraten, mit dem Holzschnitt selbst die Schwarzform zu setzen. Also ich finde es ganz interessant, dass du den Holzschnitt wieder aufgreifst, weil das ist ja eine Technik, die in der Renaissance sehr beliebt war, weil es eine günstige Methode ist für eine Vervielfältigung. Und interessanterweise hat man das ja dann seither ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und auch gerade die Expressionisten haben das Thema sozusagen wieder neu aufgenommen. Es gibt ja viele Holzschnitte von denen. Ne? Genau. Und Michael, interessant ist dabei ja, was wir vorhin auch schon mal kurz miteinander in Erwägung gezogen haben, der Gedanke, zu einfacheren Prinzipien zurückkehren zu wollen, zu archaischen Grundmustern, die natürlich suggestive Intensität haben, die sehr prägnant sein können. Und deshalb war er eben auch für mich, glaube ich, plausibel, weil ich nach solchen bildsprachlichen Momenten natürlich trachtete und suchte, sowohl im Malerischen, eben dann auch im Druckgrafischen. Für andere Künstler können ganz andere Druckmedien spannend sein. Das kann natürlich die Ätzradierung sein, die Aquatinta, nicht? Fein ziselierend und unheimlich in sich, variabel, außerordentlich spannend, für mich aber nicht mehr das Richtige dann. Jens, du bist ein ziemlich vielseitiger Künstler und hast auch schon viele Techniken ausprobiert. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, das ich ganz erstaunlich finde. Und zwar muss ich vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Der Maler Matisse war in seinem hohen Alter ziemlich krank. Der hatte eine schwere Darmerkrankung und musste das Bett hüten und konnte nicht malen. Und hat aber trotzdem irgendwas künstlerisch machen wollen und hat dann eine Technik erfunden, die heißt Papier découpé oder einfach ausgeschnittenes Papier. Also er hat sich von einem Helfer weißes Papier einfarbig bemalen lassen und hat es dann im Bett sitzend mit der Schere ausgeschnitten und hat dann sozusagen daraus Bilder kombiniert. Du hast jetzt sozusagen an diese Technik angeknüpft. Das sieht man hier an diesem Beispiel auch sehr gut. Aber bei dir ist das nicht einfach nur ausgeschnittenes Papier, sondern das ist gedruckt. Vielleicht könntest du noch mal sagen, wie du das genau gemacht hast. Genau. Also Michael, ich muss noch mal auf den Gedanken davor unbedingt zurück, weil ich den so interessant finde. Nicht? Diese Not hat den Matisse ja gezwungen, so zu agieren. Er hätte das vielleicht sonst gar nicht wirklich in Erwägung gezogen. Es war die krankheitliche Situation. Und er war eigentlich Erfinder an der Stelle. Oft ist es ja so, dass schwierige Umstände erst etwas wirklich interessant Neues hervorbringen. Und ich habe diesen Umstand sehr bewundert, denn ich finde, dass er seinem Lebenswerk durch seinen Papierschnitt, Polynesien, Zirkus, denken wir mal an all diese Reigen von Bilderwelten, die er da geschaffen hat, er hat seinem Lebenswerk eigentlich die Krone aufgesetzt. Und für mich war das eigentlich eine kleine Idee der Hommage an diesen Umstand, wie der Künstler an der Stelle reagiert hat und eigentlich Erfinder wurde, nochmal über sich selbst hinaus, finde ich. Und das war sicherlich inhaltlich interessant, aber von dem, was er tat, war es für mich eben auch so wichtig, weil dieser Papierschnitt natürlich eine irre Stringenz in der Form einforderte. Die malerische Form kann ein bisschen nachlässig getätigt sein. Sie ist interessant durch vieles, durch den Pinselduktus, durch die Spontanität und. Aber der Papierschnitt hat das alles erstmal nicht, er ist homogen und er verlangt eine ideale Formlösung. Also man muss eine starke Reduktion haben, genau. Sowohl in den Farben, ja, als auch in den Formen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum er sozusagen zur Schwelle, zur Abstraktion und auch zur Moderne steht, mit seinem Papier-Découpé. Deswegen ist es auch so wichtig. Aber wir wollen ja jetzt gar nicht über Matisse reden, nein, sondern wir wollen noch mal über deine Technik reden. Und ich zeige hier noch mal ein größeres Buch von dir. Also das ist praktisch eine Buchillustration, kann man sagen, ne?
im weiteren Sinne. Ich würde so sagen, weil es eigene Texte sind, eigene Gedichte und dazu 10-farbige Grafiken zu sehen sind, geht es über den Gedanken der Illustration hinaus. Es ist eher so eine Ebenbürtigkeit zwischen Text und Bild angedacht, so im inhaltlichen Sinne. Und natürlich, um deine eigentliche Frage beantworten zu wollen, der Schritt zum Siebdruck letztendlich hat ja auch damit zu tun, dass ich nicht nur ein Unikat wollte. Wir haben jetzt über Buchillustrationen gesprochen und in den Kunstbüchern, die du mir gezeigt hast, da sind ja auch Texte drin. Die Texte stammen von dir und du hast aber sozusagen noch mehr Text gemacht. Du hast auch einen Roman geschrieben. Genau. Michael, während in den Kunstbüchern das Prinzip ja so war, dass man Bild und Text als zwei gleichrangige Ebenen direkt im Gegenüber hat, war für mich irgendwann, ich sage mal so mit Mitte, Anfang 30, die Frage, was ist eigentlich, wenn wir das Bild mal ganz rausnehmen und haben nur noch den Text? Eigentlich eine etwas ketzerische Sache, weil warum soll ein Maler denn nun auch unbedingt noch einen Roman schreiben? Und mit dem Gedanken habe ich mich auch eine ganze Weile belastet, weil ich finde, es muss einen guten Grund geben. Nicht jeder muss alles machen. Dennoch dachte ich, für die Schublade kannst du es ja mal riskieren. Und so habe ich es auch erstmal gehalten und habe den Roman erstmal im ganz internen Kreis an berufene Leute weitergereicht und habe mir ihre Auskünfte und Kritiken eingeholt, um mal zu gucken, wie geht es dann nur handwerklich und wie schreibst du dich eigentlich so in die Form, dass du selber sagen kannst, das hast du so geschrieben, wie du an anderer Stelle vielleicht ein Bild malen würdest. Aber so ungewöhnlich ist es gar nicht, dass bildende Künstler auch schreiben. Ich denke zum Beispiel an Barlach, der ja auch bekannt ist für seine expressionistischen Dramen. Also das scheint durchaus auch etwas zu sein, das in der Nähe liegt. Heute sagt man ja immer so schön Crossover dazu. Ja. Das ist Crossover, definitiv. Ja. Kannst du uns vielleicht noch kurz erzählen, um was es in deinem Roman geht? Genau. Letztendlich musste es ein Stoff sein, der mir natürlich nahe ist. Und das ist die Malerei. Oder es sind natürlich auch die Quellen, die für mich zur Malerei führen. Das ist der Grundstoff, der auch in den Roman letztlich mündet. Das sind die Landschaften, es sind die Personen, die ich kennengelernt habe, ein bisschen abgewandelt, in der, sage ich mal, Sicht des freien Umgangs mit den Stoffen, sicherlich auch aufgekocht zu einer Melange, so wie ich ein Bild letztendlich auch aus ganz vielen Quellen ziehe. So letztendlich ist auch dieses Buch so entstanden. Wir haben uns jetzt mal hingesetzt und trinken erstmal einen gemütlichen Tee. Das ist ja für die Jahreszeit. So soll es sein, Januar. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so etwas über das Biografische. Du bist ja ein echter Berliner. Ja, wie kurz erwähnt, ich bin tatsächlich in der Berliner Charité geboren worden und habe eigentlich auch den größten Teil meines Lebens hier in Berlin verbracht. Aber du hast familiäre Beziehungen in Richtung Ostsee? Das ist auf jeden Fall richtig. Das ist die mütterliche Seite. Meine Mutter kommt von der Insel Hiddensee und ich sage mal, ihre Vorfahren waren über viele Generationen dort Fischer. Und das erklärt auch so ein bisschen deine maritimen Motive, ne? Unbedingt, weil dieser Ort Hiddensee ist mir erhalten geblieben als auch ein familiärer Ort nach wie vor, spielt eine große Rolle in meinem Leben und hat mir eigentlich sehr viel geliefert an Emotionalem, an Landschaftlichem, auch an Menschlichem, auch an dem, was so an Anekdoten und Geschichten passiert, also letztendlich an dem Stoff, aus dem die malerischen Träume gemacht werden. Du bist auch gerne in der Uckermark. Das ist jetzt nun nicht gerade eine Gegend, die eine klassische Feriengegend ist. Das ist eher ein flaches Land, manche würden sagen, vielleicht sogar langweilig. Was ist für dich daran so interessant? Eigentlich genau der Umstand, dass genau die manchen noch nicht so dort sind, weil diese Landschaft bietet eben auch eine Möglichkeit des Rückzuges in der Natur, wo nicht überall Ferienparadiese schon aus dem Boden gesprossen sind und dadurch natürlich ein sehr direkter und auch wirklich ungetrübter Kontakt zur Natur noch möglich ist. Und dabei muss man sehen, die Uckermark ist ja doch bei näherer Betrachtung sehr reichhaltig. Sie hat viele Seen, sie hat die Schorfheide, ein großes Waldgebiet.
Und anschließend läuft das dann sozusagen nach Mecklenburg aus über sehr große und weite Hügel mit Hecken und so weiter. Eigentlich doch eine abwechslungsreiche Landschaft. Also ist noch etwas unterschätzt, habe ich den Eindruck. Wir haben noch über Biografisches gar nicht gesprochen weiter. Wir hatten schon gesagt, du bist ein echter Berliner. Ich würde gerne noch mal etwas wissen zu deinem beruflichen Werdegang. Du warst ja nicht immer bildender Künstler, sondern du hast ursprünglich angefangen als Grafiker, ne? Ja, wir können sogar noch weiter in die Geschichte zurückgehen. Hin zum Bildlichen, auch in der Ausbildung zu gelangen, bedeutete in der damaligen DDR, dass man eigentlich eine Lehre machen sollte, das wurde angeraten, die in der Vorbereitung in irgendeiner Form dazu dient, vielleicht später ein Studium aufzunehmen. Und bei mir war das die Lehre erst einmal des technischen Zeichners, was noch ein gutes Stück weg ist von der freien Kunst, aber sagen wir mal, schon dem handwerklichen Aspekt durchaus nahe kommt. Und du hast dann später aber doch noch studiert, nämlich Grafikdesign, würde man heute sagen. Ja, genau so ist es. Es hieß damals exakt Kommunikationsdesign und war in der Fachschule für Werbung und Gestaltung hier in Berlin-Schöneweide, gar nicht weit von hier jetzt. Die Schule gibt es in der Form dort so nicht mehr, aber das war der Beginn für mich der Auseinandersetzung innerhalb eines Studiums mit all dem, was Visualität so bedeutet. Die Gebrauchsgrafik ist ja sozusagen die hässliche Tochter ein bisschen der Kunst oder die ein bisschen verstoßene Tochter der Kunst, weil es irgendwas ja auch mit Werbung und Geldverdienen zu tun hat. Aber es ist doch für viele Künstler der Einstieg gewesen, auch in den Brotberuf, auch in den Broterwerb. Ich denke zum Beispiel Andy Warhol, der war ja auch Grafiker. Ja, all das, was du gerade gesagt hast, Michael, glaube ich, da steckt da so drin, nicht? Man kann es auch schöner ausdrücken, wenn man so will, und sagt, es ist die angewandte Kunst. Das klingt etwas hehrer und nicht ganz so mager. Aber letztendlich ist es schon so, als angewandter Künstler oder als Gebrauchsgrafiker oder Grafikdesigner, wie wir es auch immer nennen wollen, bist du ein Dienstleistender und musst natürlich die Erfordernisse, die dort bestehen, bestmöglich bedienen auf dem Markt. Und als freier Künstler kannst du natürlich ganz anderen Dingen nachhängen, auch anderen Inhalten. Und beides miteinander zu vereinbaren, ist ein Spagat, der sehr schwierig ist. Ich habe mich deshalb nach dem Studium entschlossen, mich doch wieder komplett in die freie Kunst zu verlegen und habe das im Grunde genommen seit 1992 dann auch getan. Aber man sieht doch, dass die Ausbildung, wie es ja immer mit biografischen Dingen, Stationen ist, nicht umsonst war, denn ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen deine Buchillustrationen und so dein grafisches Werk daraus doch deutlich schöpft, ne? Ich glaube, das ist ja immer so, egal welchen Weg man gerade auch hier im Künstlerischen so geht, es bringt immer Gutes mit sich. Es öffnet den Horizont, es schärft das Handwerk und es schärft vor allen Dingen auch den Blick und den Verstand, die Urteilsfähigkeit. Und das kann natürlich nutzen, wenn es um das Machen einer Einladung geht oder eines Kataloges, dass man natürlich schon ein bisschen was über die Schrift denken oder auch sagen kann und befinden kann und visuell an der Stelle profunder ist, als wäre man in Anführungszeichen nur den malerischen Weg gegangen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Gebrauchsgrafik zwar vielleicht die hässliche Tochter der Kunst ist, aber ja doch auch immer starke Einflüsse aus der bildenden Kunst aufgenommen hat. Gerade die Gebrauchsgrafik stand ja in den letzten 60, 70 Jahren auch stark unter den Prinzipien, die das Bauhaus formuliert hat für diesen Bereich. Sicherlich ist das so, dass man letztendlich, dass es keinen scharfen Trennstrich zwischen den Genres gibt, sondern das eine auch wieder aus dem anderen schöpfen kann. Die freie Kunst natürlich im besten Sinne auch in die Angewandte mit eingeflossen ist und auch Muster der angewandten Kunst, Grundprinzipien sicherlich wieder als Versatzstücke dann im freien Agieren irgendwo auftauchen. Und das ist sicherlich eine bereichernde und auch interessante Angelegenheit. Also man kann sagen, es ist auch da ein gewisses Geben und Nehmen. So war das ja auch bei Andy Warhol schon. Der hat Prinzipien der Gebrauchsgrafik in seine Kunst eingeführt und umgekehrt haben dann später die Gebrauchsgrafiker auch Ideen von seinen bildenden Kunstwerken wieder aufgenommen. Also wie du schon sagst, so ein enger Trennstrich darf man da, glaube ich, gar nicht ziehen. Und auch ein Gebrauchsgrafiker, der kein künstlerisches Auge hat, den kann es ja eigentlich gar nicht geben. Letztendlich nicht. Und wenn es ihn gibt, dann fällt es zumindest auf.
Ja, genau. Wir sind ja heutzutage viel mit, gerade in der Grafik, viel mit Leuten haben wir auch zu tun, die das nicht gelernt haben und wo man halt dann manchmal auch so gute künstlerische Prinzipien vermisst. Das ist sicherlich die Kehrseite der großartigen technischen Möglichkeiten, von denen wir natürlich alle profitieren und die auch in den letzten 25 Jahren nach meinem Studium sich nochmal stark verändert haben. Es ist für mich manchmal schwer, weiter zu verfolgen, welche Möglichkeiten aktuell überhaupt bestehen, technisch. Mich hat sehr beeindruckt, was man nicht so häufig sieht, dass du so ganz verschiedene Techniken anwendest. Du hast einmal nicht nur die Begrenzung auf das rein Bild, auf die rein bildnerische Kunst, sondern auch der Text spielt bei dir noch eine Rolle. Das finde ich sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt so sehe, um nochmal zurückzukommen, was wir eingangs gesagt haben, dass hier jetzt der Raum sozusagen auch zeigt, was du im Augenblick machst oder wo der Schwerpunkt auf den letzten Arbeiten ist, so sind das natürlich ist das vor allen Dingen jetzt die Ölmalerei. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen etwas sagen, erzählen, was du an jetzt kurzfristigen Projekten vorhast. Das ist ein Punkt, wo ich meist eher lieber zurückhaltend bin, weil meine eigene Erfahrung eigentlich die ist, die Projekte, über die ich geredet habe, habe ich meist gar nicht mehr realisieren müssen. Ich habe ja bereits darüber gesprochen und es ist oft besser für die Vorhaben selbst, an der Stelle den Ball lieber ein bisschen flach zu halten oder auf Deutsch gesagt, den Mund nicht zu voll zu nehmen. Dann kann man vielleicht die eigenen Ansprüche bestmöglich erfüllen. Insofern nicht traurig sein, wenn ich eher zurückhaltend bin. Aber so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe im Nebenraum eine weiße Leinwand stationiert. Das ist das nächste Bild und ich denke, dass ich schon morgen sachte Zeit finden werde, erste Schritte dran zu tun und das erste neue Bild in diesem neuen Jahr. Und das ist sozusagen das Naheliegende jetzt für mich. Gut, also da lassen wir uns jetzt überraschen. Da will sich der Künstler nicht zu sehr jetzt in die Karten gucken lassen, was ich ja auch verstehen kann. Der Anlass unseres letzten Treffens ist ja letzten Endes die kommende Ausstellung von deinen Werken in der Galerie von Hirschheid. Das wird die erste Ausstellung sein in diesem Jahr. Kannst du noch mal sagen, wann genau das ist? Ja, exakt wird das sein am 18. Januar, das ist ein Freitag. Und zwar um 19 Uhr. Und das ist exakt, wie schon gesagt, in der Galerie Hirschheid in der Suarezstraße. Hilf mir bei der Nummer 11. 11 in 11, Charlottenburg, Charlottenburg. genau. Genau so ist es. Und da werden die Zuschauer auch die Gelegenheit haben, natürlich dich anzutreffen. Und man kann natürlich auch dir Fragen stellen, falls wir jetzt noch etwas nicht gefragt haben. Da kann man also dann auf jeden Fall Richtig. noch fragen. Und was wird es zu sehen geben? Also auf jeden Fall natürlich im Zentrum steht sowohl die Malerei von Gustav und eben meine eigene, also Ölmalerei im zentralen Sinne. Aber ich glaube, der Gedanke besteht durchaus, das Spektrum ein bisschen zu erweitern, auch bis hin zu Exponaten, über die wir hier heute auch gesprochen haben, die wir gezeigt haben, zum Beispiel eben auch Druckgrafik, vielleicht auch Sachen, die wir heute noch gar nicht so in den Fokus genommen haben. Ich denke, da dürfen wir vielleicht ein bisschen uns überraschen lassen. Ja, genau. In der Ausstellung wird natürlich Jens Steinberg hier im Zentrum stehen, aber auch Gustav von Hirschheid wird ein paar neuere Arbeiten zeigen. Und ich hoffe, dass wir auch von dem druckgrafischen Werk noch einiges zu sehen bekommen. Das ist ja etwas, was im Moment so ein bisschen in den Ausstellungen zu kurz kommt. Und da freue ich mich besonders drauf, dass wir das von ihm sehen. Ja, Jens, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du dir an diesem Vormittag so viel Zeit für uns genommen hast und dass wir so ausführlich sprechen konnten. Und wir sehen uns dann also wieder am 18. Januar. Ich bedanke mich für euren Besuch und für euer großes Interesse. Vielen Dank.